Die Fahrzeuge kommen jetzt bereits auf die Start- und Zielgerade. Wir machen noch einmal eine kurze Unterbrechung für einen Hinweis. Der Supertour wieder. Es ging ruckzuck. Nicht allzu viel verpasst. Die Fahrzeuge bewegen sich in ihre Startpositionen. Emanuel Piero erneut auf der Pole Position, steht also innen. Die Unterscheidungsmerkmale: silberne Außenspiegel bei Piero, schwarze bei Philipp Peter, blaue bei Tamara Vidale und rote bei Karl Wendlinger, der in der dritten Reihe steht, neben Chris Nissen. Einige Autos in der Box. Alexander Burgstaller ist schon weggeschoben. Anthony Reed mit dem Nissan Primera startet ebenfalls auf der Box. Da gab es eine gerissene Antriebswelle im Sprint. Ivan Capelli ist nicht mehr mit von der Partie. Da gab es ein Problem mit dem Differential. Und die Information noch von Alexander Burgstaller: Elektronikschaden, Motor nicht angesprungen. Also es geht wirklich alles schief bei BMW an diesem Wochenende. Der rote Audi-Rauch ist schon wieder da. Die Konzentration jetzt auf den Start, der gleiche Vorgang wie vorhin. Wenn die Ampel rot ist, wird es 4 bis 7 Sekunden dauern, dann wird auf grün geschaltet. Ich sage es Ihnen, es ist unglaublich schwer, ein solches Fahrzeug anzufahren. Auch mit Allradantrieb. Lange ist die Ampel rot, jetzt ist sie grün. Und diesmal startet besonders gut Philipp Peter. Philipp Peter übernimmt die Führung, geht vorbei an Emanuel Piero. Und das ist die erste Überraschung. Also, Peter, der Österreicher vorne, da hinten fliegen ein paar Teile. Da ging es jetzt schon etwas wilder zu als vorhin im Sprint. Jetzt geht es ja auch um wesentlich mehr Punkte, nämlich um die doppelte Anzahl. Das auch auf der doppelten Distanz. Laurent Aiello mit dem gelben Auto da im hinteren Feld versucht schon gleich ein paar Plätze gut zu machen nach seinem Reifenschaden und dem Ausrutscher im Sprint. Ein schönes, buntes Feld in diesem Jahr. Ganz hinten Ralf Kalaschek nach der Kollision mit Alexander Burgstaller im Sprint. Einer der Ford Mondeo ist langsamer geworden. Es war ganz kurz zu sehen. Vorne Philipp Peter, vor ihm Emanuel Piero. Aber die beiden, die werden sich einig sein, dass sie sich nicht in die Karre fahren werden. Jetzt Karl Wendlinger versucht an Christian Abt vorbeizufahren. Und das ging wieder hart zu. Beide sind in der Wiese. Wendlinger und Abt in der Wiese bzw. im Kiesbett gewesen. Nissen geht jetzt vorbei an seinem Teamkollegen Christian Abt. Und Steve Sauper hat davon profitiert. Er hat Karl Wendlinger überholt. Im Formationsflug über den Berg, eine der schnellsten Stellen. Reinbremsen dann in die Schikane. Und da wird es eng zwischen Abt und Klaus Niedzwitz und Armin Hane. Niedzwitz im Dreck, da geht es zu. Mein Gott, wie in der britischen Tourenwagenmeisterschaft. Hane und Niedzwitz nebeneinander, das Ganze gefilmt von Alfred Heger. Der nun seinerseits versuchen wird, Klaus Niedzwitz zu überholen, der mit dem Honda Accord direkt vor ihm liegt. Packende Szenen aus der Rennkamera von Alfred Heger im Formationsflug auf die langsame Rechtskurve. Und schauen Sie sich an, wo dieser Laurent Aiello schon ist. Der hat sich von ganz hinten von der 20. Position nach vorne gekämpft, müsste schon irgendwo auf der 11., 12. Position, also zwei Fahrzeuge hinter seinem Teamkollegen Alfred Heger, liegen. Bei Peugeot hat man sich konzentriert auf die Rennabstimmung, hat alles an Arbeit gelegt in diese 100 Kilometer, die jetzt im Rennen zu absolvieren sind. Eine wilde, wilde erste Runde geht zu Ende. Emanuel Piero inzwischen abseits von diesem wilden Geschehen im Mittelfeld an die Spitze gegangen. Also Philipp Peter hat ihn vorbeigelassen. Tamara Vidali auf Platz 3. Steve Sauper durch die Rangelei zwischen Christian Abt und Karl Wendlinger auf Platz 4. Dann Wendlinger auf 5. Nissen 6. Christian Abt zurückgefallen auf die 7. Position. Der wird einen dicken Hals haben, dass zum zweiten Mal ihm ein Audi-Werksfahrer an diesem Tag in dieser Schikane doch sehr, sehr massiv angegriffen hat. Und er hatte eigentlich selber gehofft, dass es etwas fairer zugeht zwischen dem Privaten und dem Werks-Audi. Und jetzt gibt es einen internen Kampf zwischen Tamara Vidali und Philipp Peter. Und das gibt es ja gar nicht. Außen herum hat Tamara Vidali Philipp Peter überholt. Diese junge Italienerin, die hat vielleicht Mut, die hat Nerven. Und jetzt geht es Philipp Peter durch Steve Sauper an den Kragen. Plötzlich ist er da, der Steve Sauper aus England. Man hat offensichtlich das Getriebe repariert, seinen dritten Gang wiedergefunden. Und schon fährt der Sauper hier Rundenzeiten fast so schnell wie die Audi. Na, das ist ja doch noch ein Lichtblick für die Münchner, die hier bisher ein so schwaches Bild abgegeben haben. Natürlich auf einer Rennstrecke, die den heckgetriebenen BMW nicht ganz so liegt wie den allradgetriebenen Audi. Aber Sauper jetzt auf der dritten Position. Philipp Peter, der nach der anfänglichen Führung also weit zurückgefallen ist. Und für Nissan sieht es nicht gut aus. Anthony Reed in der Boxengasse schon nach einer Runde wieder. Und Ivan Capelli war ja gar nicht gestartet. Sauper wehrt sich da gegen die Attacken von Philipp Peter. Der amtierende japanische Tourenwagenmeister übrigens, Steve Sauper.
Mann aus England, aus DTM-Zeiten noch bestens bekannt. Und er hält jetzt das Audi-Paket hinter sich, fährt Kampflinie ganz innen. Ist spät auf der Bremse in der ersten Linkskurve, wo er gestern immer sehr weit hinausgetragen wurde, immer über die Randsteine räuberte. Und er hat das ganze Rudel hinter sich. Aber dem Steve Soper, dem macht das nichts aus. Der kennt das aus der japanischen Serie, wo es unglaublich hart zugeht, wo es eine große Markenvielfalt gibt, ähnlich wie im Supertourenwagen Cup. Und der Steve Soper, der kann einen BMW breiter machen, als es den Gegnern lieb ist. Ein Mann ohne Nerven, der im letzten Jahr übrigens seinen ersten bedeutenden Titel gewonnen hat, nachdem er immer wieder für Rennsiege gut war. Aber seinem Titel hat es erst im letzten Jahr gereicht. Und er ist die Speerspitze von BMW in diesem Jahr. Und anhand dieses Rudels von Audi-Piloten, das dahinter ihm hängt, sieht man allerdings, welche Probleme das bedeuten kann. Er muss sich allein wehren als einziger BMW-Werksfahrer hier im Vorderfeld gegen die ganze Audi-Armada, nachdem Alexander Burgstaller durch das Elektronikproblem an diesem Rennen nicht mehr teilnehmen kann. Und Christian Abt kommt. 1:44.040, die schnellste Runde. Das sind mal eben 0,6 Sekunden schneller in der letzten Runde als der führende Emanuel Piro. Und es könnte durchaus sein, dass die Michelin-Reifen von Christian Abt und Chris Nissen und auch von Steve Soper auf diese Distanz von 24 Runden etwas besser aussehen als jene der Audi-Piloten aus dem Werksteam. Da war Christian Abt schon wieder kurz in der Wiese, hat jetzt doch ein bisschen einen dicken Hals, fährt sehr spektakulär. Und Soper hält nach wie vor Philipp Peter hinter sich. Und da gibt es ein Problem für einen der Audi, der hier mit einem ganz komischen Geräusch vorbeikam. Und da gibt es eine Kollision zwischen den beiden Österreichern, Philipp Peter und Karl Wendlinger. Oh, 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 das wird böse, böse Worte geben nachher zwischen den beiden. Das wird eine Standpauke geben von Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich, der ja selbst Österreicher ist. Er hatte die Mannschaft im Winter völlig umgestellt, Hans-Joachim Stuck weggeschickt zu Opel. Er hat Emanuel Piro geholt aus Italien, er hat Frank Bieler nach England geschickt und gehofft, dass sich seine diesjährige Mannschaft einiger ist. Und dann passiert das. Der amtierende Privatfahrer-Champion Philipp Peter verbremst sich und nimmt auch noch Karl Wendlinger mit ins Kiesbett. So kann das gehen. Eine völlige Audi-Dominanz im Sprint. 6 Audi A4 auf den ersten 6 Positionen und dann diese Probleme hier im Rennen. 2 Audi A4 draußen auf einen Schlag. Jetzt kriegen die 52.000 Zuschauer hier in Zolder doch noch packendes Motorsport bieten. Zu sehen, auch die Verfolger mächtig auf dem Vormarsch. Hier sehen wir die Honda von Armin Hahn und Klaus Niezwitz, die Alfred Heger im Sandwich haben. Das Ganze spielte sich vor den Ausrutschern der Audi-Fahrer auf den Plätzen 8, 9 und 10 ab. Die beiden, die drei, haben natürlich jetzt 2 Plätze gewonnen. Und auch Laurent Aiello hängt nicht allzu weit zurück. Heger versucht jetzt, Hahn auszubremsen. Und wieder gibt es Körperkontakt zwischen den beiden Fronttrieblern. Heger vorbei an Hahn, jetzt der beste Fronttriebler im Feld. Eine tolle Fahrt von Alfred Heger, der im letzten Jahr hier geführt hat und nicht gewinnen durfte, weil es eine Audi-Stallregie gab. Jetzt darf er frei fahren, darf zeigen, was er kann. Und er schlägt sich bisher mächtig gut bei seinem ersten Einsatz mit einem frontgetriebenen Fahrzeug. Diese Fronttriebler zu fahren, das ist alles andere als einfach. Das haben alle Fahrer gemerkt, die zum ersten Mal auf so ein Fahrzeug steigen mussten. Speziell im Regen. Alfred Heger gestern richtig erschrocken, hat er mir gesagt. Und er stand also deutlich durcheinander gewürfelt in der vierten von 24 Runden. Piro und Vidali, die einzigen beiden Audi-Werksfahrer, die noch dabei sind an der Spitze. Steve Soper auf Platz 3, Chris Nissen 4., Christian Abt 5., die hängen hier hinter Steve Soper. Alfred Heger jetzt durch die Ausfälle der Audi-Fahrer auf den 6. Platz nach vorne gekommen. Armin Hahn 7., Klaus Niezwitz 8. Hier noch einmal dieses Überholmanöver von Alfred Heger gegen Armin Hahn. Zwei alte Hasen, die sich kennen, die schon einmal Markenkollegen waren vom BMW in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft und sich trotzdem keinen Zentimeter schenken. Profitiert von diesen Rangeleien haben natürlich an der Spitze die beiden Italiener, Emanuele Piro und Tamara Vidali, die einen Vorsprung haben von 2,975 Sekunden auf den Verfolger, nämlich auf Steve Soper. Und der ist immer noch mächtig breit im Kampf gegen die beiden privaten Audi A4 von Chris Nissen und Christian Abt. Und Nissen jetzt vorbei an Soper.
Wieder drei Audi A4 in Führung. Soap hat sich lange gewehrt, aber er hat natürlich merken müssen in den letzten Runden, dass die Audi A4 offensichtlich einen Tick schneller sind. Chris Nissen, im letzten Jahr noch glücklos unterwegs mit einem allradgetriebenen Ford Mondeo. In diesem Jahr in das Abt-Privat-Team gewechselt, aber er fühlt sich da mächtig wohl, kommt auch sehr gut mit seinem Teamkollegen Christian Abt zurecht. Auch Abt attackiert jetzt den Steve Soper. Das Dreierpaket liegt inzwischen 3,2 Sekunden hinter dem führenden Emanuel Pirot. Und da gab es fast eine Berührung zwischen Steve Soper und Christian Abt. Der Mann aus dem Allgäu, der nächste Woche 29 Jahre alt wird, der sehr viel technisches Verständnis hat, sowohl für getunte Straßenautos, für die Abt ja berühmt ist, aber auch für Rennautos. Ist jahrelang Formel 3 gefahren, war Formel Junior Champion und hat diese Erfahrung umsetzen können im Tourenwagensport auf Anhieb, ist ja vorne dabei. Werden wir hier diese Positionskämpfe um die dritte, vierte und fünfte Position verfolgen, haben wir einen kompetenten Gesprächspartner in der Boxengasse, der sich mächtig ärgern wird im Augenblick, nämlich Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich. Das war ein Ausgang der internen österreichischen Meisterschaften, der Sie mit Sicherheit nicht zufriedenstellen wird. Nein, es macht mir keine große Freude. Ich werde mit beiden nachher ein Wort reden müssen, glaube ich. Wie war die Situation aus Ihrer Sicht? Wer ist schuld? Ja, das möchte ich jetzt einmal nicht sagen. Man muss sich das nochmal in Ruhe anschauen. Wir werden uns dann zusammensetzen und das diskutieren. Es darf ganz einfach nicht passieren, dass ein Team in einem Team gegenseitig sich die Fahrer, egal jetzt wer wen, ins Auto fahren. Das kann es nicht sein. Es soll hart gekämpft werden. Jeder kann gewinnen hier, aber es muss sauber ablaufen. Harte Worte vom Chef, aber offene. Ich denke, da gibt es heute noch einige Diskussionen. Zurück zu Thomas Vogt. Danke. Vielen Dank, Peter Kohl. Ich hatte es Ihnen vorhin gesagt, das wird harte Worte geben von Dr. Ulrich an seine Fahrer. Er hat es Ihnen nun selber ausgedrückt. Chris Nissen hat sich etwas absetzen können von Steve Soper um ein bis zwei Wagenlängen. Der Steve Soper muss sich wehren gegen Christian Abt, der nach den wilden Attacken der Audi-Werksfahrer etwas zurückhängt, aber mit sehr, sehr schnellen Rundenzeiten hier glänzt. Der Vergleich der Rundenzeiten zwischen Chris Nissen und Steve Soper, Nissen auf Platz 3 und Soper auf 4. Sie sehen hier jeweils die beste Runde und die letzte Runde eingeblendet. Relativ ähnliche und konstante Rundenzeiten. Chris Nissen, er hat in der vergangenen Wochenende übrigens versucht, sich mit einem skurrilen Fahrzeug, einem De Tomaso, für die 24 Stunden von Le Mans vorzuqualifizieren. Das Ganze hat nicht geklappt. An diesem Wochenende aber zeigt er, was er drauf hat. Abstand, Nissen Soper, der hier quer steht in der Schikane, 0,631 Sekunden. Steve Soper, der inzwischen drei Kinder hat. Und diese auch meistens im Fahrerlager dabei hat, ist ein Familienmensch, hat seine Frau Lulu fast immer mit im Fahrerlager. Ab gerade wieder draußen gewesen, da hängt auch schon ein bisschen ein Teil des Frontspoilers herunter. Der Fett ist doch ziemlich aggressiv und an der Box, auch hier mit deutlichen Blessuren, Terry Lutzen. Hier sehen wir das Ganze, da hängt auch der Frontspoiler bereits runter, da läuft auch Sosa aus der Frontpartie. Also ich denke, der Arbeitstag von Terry Lutzen hier in Zolder bei seinem Heimspiel dürfte beendet sein. Auch Buzen am letzten Wochenende in Le Mans im Einsatz. Als Werksfahrer fährt er bei Porsche diesen neuen Porsche GT1, der die 24 Stunden von Le Mans gegen McLaren BMW gewinnen soll. Das Ganze übrigens auch live im deutschen Sportfernsehen. So, und der Christian Abt, der geht uns jetzt sozusagen Abt oder ab. Der fällt hier nämlich auf unserem Monitor ganz, ganz weit zurück. Ist nicht mehr mit von der Partie, ein roter Punkt auf unserem Monitor, hier auch eine Zeitnahme bedeutet, Abt in den Boxen. Es hat also Schwierigkeiten gegeben bei Christian Abt, schade, schade. Diese Ausrutscher und Rempler, der Audi-Werksfahrer gegen den Privatfahrer Abt, haben jetzt zur Folge, dass Abt nicht mehr mit von der Partie ist. Die Meldung aus der Boxengasse, Terry Lutzen definitiv ausgeschieden, das hat sich abgezeichnet. Christian Abt in der Boxengasse und auch in der Boxengasse steht jetzt Karl Wendlinger, dessen Debüt im Supertourenwagen-Cup leider im Kiesbett endete. Ja, der Karl, der ist hier mitten im Gespräch noch mit den Kollegen. Natürlich wird hier gefragt, was los ist. Wir blenden uns einfach mit ein, was er für eine Begründung hat. Karl, internes Duell bei Audi und dann der Abflug. Sauer?
Ja, was sagst du? Es ist immer enttäuschend, wenn man ein Rennen nicht zu Ende fährt. Ja? Gibt es da jetzt harte Worte untereinander mit dem Philipp? Oh, harte Worte. Wir werden uns jetzt einmal ausreden, wir werden uns das Ganze anschauen und dann stehen wir weiter. Das erste Rennen im Tourenwagen, bis dato bis zum Ausfall zufrieden gewesen? Ja, nicht ganz, weil ich beim ersten Rennen einen kleinen Fehler gemacht habe und vielleicht ein bisschen die falsche Abstimmung gewählt habe. Im zweiten Rennen haben wir die Abstimmungen nicht geändert, aber hätte man mit einem anderen Reifensatz mehr ausgerechnet, aber es hat nicht lange gedauert. Vielen Dank, zurück zum Rennen. Wir sehen die Führenden, die beiden den Herren und die Dame aus Italien, Emanuel Piero, 1,4 Sekunden vor Tamara Vidali. Und hören Sie mal gut zu, die Tamara Vidali fährt im Augenblick eine halbe Sekunde pro Runde schneller als der Spitzenreiter Emanuel Piero. Die Tamara, so kenne ich sie, wird hier alles dran setzen, für die Sensation zu sorgen und Piero vielleicht noch vom Platz 1 zu verdrängen. Beiden Honda Accord von Klaus Nitzus und Armin Hane auf den Plätzen 6 und 7 hinter Alfred Heger. Hier sehen wir Roland Asch auf Rang 8. Poldi von Bayern toll unterwegs auf 9. Franz Engstler im privaten Alpha schon 10. Dann Ralf Kalaschek und Laurent Aiello. Bei Aiello scheint es etwas Schwierigkeiten zu geben in den letzten Runden. Nachdem er anfangs so gut nach vorne kam, bleibt er im Augenblick auf einer etwas schlechteren Position. Und ich sage es gerade, der verschwindet er hier ganz von meinem Zeitenmonitor. Also Laurent Aiello nicht mehr mit von der Partie. Abstand Piero Vidali 1,496 Sekunden. Und inzwischen haben wir auch den Grund, warum Christian Abt in die Boxengasse einbiegen musste. Es gab eine defekte Felge beim Mann aus Kempten und das sicherlich als Folge der mehreren Offroad-Einlagen, die er im harten Zweikampf auf die Straße legen musste. Sein Teamkollege Chris Nissen dagegen ist noch mit von der Partie. Der Däne, der ja auch in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft sehr erfolgreich war. Es ist überhaupt ein kleines Wunder, dass Chris Nissen noch so toll Autorennen fahren kann, denn er hat einen schweren Feuerunfall gehabt in der japanischen Sportwagenmeisterschaft. Das Ganze liegt schon einige Jahre zurück. Das war nämlich 1988, als er in Fuji mit einem Krämer Porsche verunglückte. Das Auto ging in Flammen auf und diese Spuren, diese Verbrennungen, die sieht man bei Chris Nissen noch heute. Trotzdem, der Ehrgeiz ist unglaublich groß. Er ist quasi verbissen, beißt sich rein in seine Aufgabe. Und beim Abteam hat er die Möglichkeit, sein fahrerisches Potenzial, das er zweifellos hat, umzusetzen. Die Meldung aus der Boxengasse, Motorschaden bei Laurent Aiello. Das ist eine Enttäuschung aus Sicht der Peugeot-Fahrer und auch der Mannschaft. Aber Alfred Heger ist nach wie vor mit von der Partie. Und er ist der beste Fronttriebler im Feld auf der fünften Position. Jetzt da noch 15 Runden in diesem Rennen zu fahren sind. Aber Heger ist draußen, gerade sage ich es. Ja, ist das denn zu glauben? Und wir sitzen live in seinem Cockpit. Und das war genau das Problem, dass ein frontgetriebenes Fahrzeug hat. Das ist sehr nervös in solchen Stellen, wo man in die Kurve hineinbremsen muss. Da wird das Auto etwas unruhig, das Heck sehr leicht. Und dann blockieren die Vorderräder, denn ABS ist ja im Supertourenwagencup verboten. Heger draußen. Die Streckenposten sind bei ihm, aber da ist mit Sicherheit nichts passiert. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Supertourenwagen gegenüber den letzten Jahren noch einmal deutlich gestiegen. Und enttäuscht natürlich ist Jean-Paul Boulanger, der Mann mit der Brille, der Verantwortliche von Peugeot Deutschland für den Motorsport. Und Franzose Sudon, der Projektleiter. Heger hier schon sehr weit draußen, lenkt dann ein in die Rechtskurve. Dann blockieren die Räder und dann hat Heger keine Chance mehr auf der Straße zu bleiben. Und er touchiert die Mauer und damit beide Peugeot 406 beim Debüt der gelben Löwen aus Paris draußen. Die Streckenposten rennen da noch. Wir haben da großes Glück. Sicherlich eine Schrecksekunde für die Belgier. Und da steht ja der schöne Peugeot 406, eines der schönsten Autos im Feld im D1 Super Tourenwagen Cup in diesem Jahr. Leider beide Peugeot beim Debüt nicht mehr mit von der Partie. Aber es ist eine absolute Bereicherung, dieses Peugeot-Werksteam. Diese Fahrzeuge werden ja direkt von Paris aus vom Peugeot Sport eingesetzt. Das ist die gleiche Werkstatt, die gleiche Halle, in der auch die Motoren für das Jordan Formel 1 Team vorbereitet werden. Wir sind absolut überzeugt davon, dass Peugeot in diesem Jahr die Möglichkeit haben wird, Rennen zu gewinnen. Durch den Ausfall von Alfred Heger jetzt Klaus Niezwitz, der beste frontgetriebene Pilot im Feld, auf der fünften Position vor Armin Hane. Also die beiden Honda Accord hier, die beiden besten Fronttriebler. Das waren also aufregende Momente für Peugeot. An der Spitze derweil keine großen Veränderungen. Tamara Vidali mit einem Rückstand von 1,3 Sekunden auf Emanuel Piero. Etwa zeitgleiche Runden in der letzten Zeit. Chris Nissen auf Platz 3
fährt etwas langsamer. Sein Abstand ist bereits auf 7,0 Sekunden angestiegen. Hier die Zeiten von Emanuel Piero und Tamara Vidali im Vergleich. Da liegt gerade einmal eine Zehntelsekunde dazwischen. Und Sie haben vielleicht gesehen, beim Frontspoiler von Tamara Vidali, da gibt es auch bereits Blessuren. Die junge Italienerin ist ja mächtig hart zur Sache gegangen, vor allem im Sprint gegen Christian Abt. Und dann dieses Überholmanöver gegen Philipp Peter, der inzwischen nach einem Boxenstopp übrigens wieder mit von der Partie ist. Aber das Ganze spielt sich im Augenblick auf der 19. Position ab. Das sahen wir gerade im Zweikampf gegen Marc Gindorf. Gindorf allerdings liegt einige Runden vor ihm auf der guten 11. Position. Die Privatfahrer kommen also heute hier richtig zum Zug im D1 Super Tourenwagen Cup. Der beste Chris Nissen fährt im Augenblick auf einer Podestposition auf Rang 3. Die anderen schlagen sich wacker, wie auch Peter Mamaro, der dieses Auto erst vor 14 Tagen erhalten hat. Es ist das Fahrzeug der Audi 80 Competition, mit dem Philipp Peter im letzten Jahr die Privatfahrerwertung gewonnen hat. Er liegt im Augenblick auf Rang 14. Da haben wir einen weiteren Österreicher, Alexander Gagl. Das Team gewechselt hat im letzten Jahr noch für Holzer unterwegs, nun für die Mannschaft von Manfred Lauderbach. Er fährt auf der 13. Position, liegt einen Platz nur hinter Sascha Maaßen. Hier haben wir den blauen Nissan Primera, der Aachener mit Wohnsitz in Belgien, der sich für sein Heimspiel wesentlich mehr ausgerechnet hat. Er hat sich vorbereitet bei Toni Matthes in Österreich, bei einem Fitnessexperten. Aber er ist im Augenblick fitter als sein Nissan Primera, die Autos zu neu. Deswegen noch nicht so konkurrenzfähig. Unverändert die beiden Führungspositionen. Auch wenn uns dieser Frontspoiler, der dabei mit Tamara Vidali flattert, etwas beunruhigt. Trotzdem kann sie noch immer relativ zügig fahren. 3 Zehntelsekunden die Differenz zwischen Piero und Vidali in der letzten Runde. Gesamt sind das 1,6 Sekunden. Der Topspeed-Vergleich. Also der kaputte Frontspoiler macht sich zumindest in der Topspeed nicht bemerkbar. 203 Kilometer pro Stunde im Vergleich zu Emanuel Piero. Da ist man doch etwas langsamer geworden inzwischen als im Training, denn da bewegten sich die besten Geschwindigkeiten vor der Schikane bei 206 km/h. Tamara Vidali hier bei den Boxen und auch bei unserer Sprecherkabine vorbeifährt, dann hört man richtig diesen flatternden Frontspoiler. Aber der Vorsprung auf Chris Nissen und Steve Soper ist doch beruhigend. Das sind 4,6 Sekunden zwischen Vidali und Nissen. 20 Sekunden sind es dann bis zu Klaus Niezwitz. Und Armin Hane 27 Sekunden zurück, also 7 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Bei Honda hat man sehr konsequent gearbeitet im Winter. Es gibt sogar ein eigenes Testteam in England. Hat das letztjährige Auto überarbeitet, hat sogar den ersten Lauf in der japanischen Meisterschaft gewinnen können und ist auch hier im Supertourenwagen Cup auf Anhieb vorne mit dabei, zumindest im Augenblick der beste Fronttriebler. Noch lange nicht ausgestanden ist dieser Zweikampf hier zwischen Chris Nissen und Steve Soper. Die Rundenzeiten relativ ähnlich in der letzten Runde. Da noch 12 Runden jetzt zu fahren sind, Steve Soper etwas schneller als Chris Nissen, nämlich gut 2 Zehntelsekunden. Und es macht auch den Eindruck optisch, dass Steve Soper etwas näher an Chris Nissen herankommt. Und hier gibt es wieder einmal eine Meinungsverschiedenheit. Das ist Ralf Kalaschek, der sich mit seiner königlichen Majestät, Prinz Leopold von Bayern, anlegt und einen Platz gewinnt. Kalaschek 8., von Bayern 9., also die schlagen sich hier prächtig in diesem Klassefeld, dieser German Open, wie dieser D1 Super Tourenwagen Cup in diesem Jahr tituliert ist. Halbzeit haben wir im Augenblick hier in Zolder. 12 Runden sind noch zu fahren, die Rundenzeiten sind doch merklich und spürbar langsamer geworden. Die schnellste Runde von Emanuel Piero 1:43,3, die letzte Runde 1:44,9. Tamara Vidali ist wieder etwas näher herangekommen. 1,2 Sekunden der Differenz zwischen Piero und Vidali. Und auch Chris Nissen und Steve Soper im Augenblick schneller unterwegs als die beiden führenden Audi. Jetzt sind wir ja genau in dieser 12. und 13. Runde, von der Emanuel Piero sagte, da fängt es an, etwas kritischer zu werden mit den Reifen. Da muss man etwas schonender fahren. Wir werden das beobachten, ob es da vielleicht im Laufe dieser weiteren 12 Runden noch zu Problemen kommen könnte. Ja,
haben wir Piro mit silbernen Außenspiegeln, dann Vidali mit den blauen Spiegeln, dann das Loch zu Chris Nissen und Steve Soper, dann lange, lange nichts wie Klaus Niedzwitz und Armin Hanekopf. Oha, da gibt es wieder etwas Gerangel, aber das ging gerade noch einmal gut zwischen Sascha Maaßen und Peter Mamaro, der da seinen Allradvorteil, den Traktionsvorteil in der Schikane ausnutzt und genau das Problem aufdeckt, das die Nissan-Fahrer an diesem Wochenende bisher gequält hat. Man bringt die Kraft dieses Vierzylinder-Motors einfach nicht auf die Straße. Das ist vielleicht ein Zolder-spezifisches Problem. Die Strecke sehr rutschig, sehr wellig. Man hat durchdrehende Räder. Das gleiche Phänomen übrigens im Training bei Ford. Aber im Laufe der Nacht hat man bei Ford da einiges geändert. Hat die Abstimmung ändern lassen, der Stoßdämpfer hat einen Spezialisten einfliegen lassen. Und das Ganze geht im Rennen doch etwas besser. Roland Asch auf der 7. Position. Gegen Sascha Maaßen als bester und einziger Nissan-Pilot, der noch dabei ist, nur auf Platz 14. Und er muss sich mit den letztjährigen Autos der Privatfahrer herumschlagen. Da sehen wir gerade Roland Asch. Der wehrt sich hier gegen Ralf Kalaschek. Und dieser Ralf Kalaschek ist für mich auch bemerkenswert, seine Leistungen an diesem Wochenende. War schon im freien Training sehr, sehr schnell. Ist jetzt vorbei an Roland Asch gefahren auf die 6. Position, hat da also einen Werksfahrer hinter sich gelassen. Und das Tolle ist, dass dieser Ralf Kalaschek vor diesem Wochenende in Zolder gerade einmal 3 Kilometer mit einem Renn Audi A4 unterwegs war. Das Ganze auf der Audi-eigenen Versuchsstrecke in Neustadt. Und trotzdem schlägt sich der junge Bayer hier prächtig. Kalaschek mit 21 Jahren, der zweitjüngste Fahrer in diesem Klassefeld. Alexander Gagel, der ist mit 20 der jüngste. Tja, und dem Roland Asch, der wird es wahrscheinlich kaum glauben, was er da im Rückspiegel sieht. Er sieht ja nämlich die gelben Außenspiegel von Prinz Leopold von Bayern. Das hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen vor Saisonbeginn, dass er sich hier mit seiner königlichen Hoheit, ja gerne immer wieder den Spitznamen Prinz Dreopold trägt, herumprügeln muss. In dieser Kurve hatte Polly einen Dreher im Training, der Gott sei Dank glimpflich ausging. Und Polly, der richtig froh ist, in diesem Jahr in Deutschland wieder fahren zu können, ist hier toll motiviert, greift jetzt in der Schikane Roland Asch an und geht da ganz sauber vorbei. Also viele waren überrascht, wie toll dieser Leopold von Bayern hier zurechtkommt, während jetzt leider das Ausgekommen ist für Franz Engstler mit dem privat eingesetzten Alfa Romeo. Da raucht es mächtig, es könnte ein Motorschaden sein beim Mann aus dem Allgäu, der das Ganze hier in Privatinitiative für Alfa Romeo durchzieht. Die Spitze, Piero Vidali, Abstand wieder etwas kleiner geworden, 1,1 Sekunden. In der letzten Runde hat Steve Soper hat Emanuele Piero 0,5 Sekunden verloren auf Tamara Vidali. Und auch der Vorsprung auf Chris Nissen und Steve Soper ist weiter geschmolzen. 0,5 Sekunden wieder Nissen und Soper näher gekommen. Die beiden, die alles geben, hier den Abstand auf die beiden führenden Audi-Werksfahrer zu reduzieren. Der Reifenkampf ist sehr, sehr interessant. Vorne Piero und Vidali mit Dunlop-Reifen auf den Werks-Audi ausgerüstet. Chris Nissen dagegen genauso wie Steve Soper mit Michelin-Reifen unterwegs. Michelin in diesem Jahr der größte Ausstatter im Feld des D1 Super Tourenwagen Cups, übrigens auch neuer Serienpartner dieser ganzen Geschichte. Und man möchte doch zeigen, was man kann, indem man zum Beispiel das Up-Team mit möglichst guten Reifen ausstattet und die dann vielleicht den Werks-Audis ein wenig einheizen. Das hat bisher bestens geklappt. Denn man darf nicht vergessen, dass Chris Nissen hier mit einem 95er-Auto unterwegs ist, während jetzt Steve Soper rausrutscht. Soper in der Wiese. Oh, 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 oh. Das ist natürlich Jammerschale für den Briten und für BMW. Da hat er hier die ganze Zeit Druck gemacht auf Chris Nissen und dann dieser Ausrutscher etwas zu weit nach außen getragen worden. Und schon hat er einige Sekunden verloren auf Chris Nissen. Jetzt kann man nur hoffen, dass sein BMW keine Blessuren davongetragen hat. Da haben die Runde für Runde den Abstand reduziert auf die beiden führenden Audi von Emanuele Piero und Tamara Vidali. Und dann verabschiedet sich Steve Soper mit diesem kleinen Fehler aus dieser Aufholjagd. Die Audi-Fans freut es, der Druck des bayerischen BMW, gefahren vom Briten Steve Soper, dem amtierenden japanischen Tourenwagenmeister, ist etwas weg. 6 Sekunden hatte jetzt Rückstand auf Chris Nissen und hier sehen wir noch einmal,
welche fahrerische Klasse Soper dann auf der Wiese aufwies, um den BMW nicht in die Mauer bzw. ins Kiesbett zu verabschieden. Das Ganze schließlich bei Tempo, würde ich mal sagen, 140, 150. Und stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in einer Autobahnkurve plötzlich neben den Asphalt, müssen über die Wiese fahren. Ich denke, dann hätten auch Sie mächtig die Hände voll damit zu tun, das Auto auf der Straße wieder zu halten. Manuel Pirro und Tamara Vidali werden natürlich über Boxenfunk längst informiert worden sein, dass nun der schärfste Verfolger der Konkurrenz, nämlich Steve Soper, etwas zurückgefallen ist. Sie hat nun Plus-Signale nur noch auf Chris Nissen. Und der fährt ja auch einen Audi A4. Da sollte Einigkeit bestehen. Aber wir haben es ja vorhin bereits im Sprint und auch in der Anfangsphase des Rennens gesehen. Die Audi-Werksfahrer und die privaten Abt-Piloten schenken sich nichts. Tja, Roland Asch rollt da aus. Leider, leider, leider. Das Ende für den sympathischen Schwaben. Auch hier dürfte es sich um einen Motorschaden handeln. Es gab das ganze Wochenende Schwierigkeiten mit dem Sechszylinder-Triebwerk seines Ford Mondeo. Es musste mehrfach gewechselt werden. Man dachte eigentlich, man hatte diese Schwierigkeiten im Griff. Nun aber das Aus für Roland Asch. Da Terry Butzen auch schon lange nicht mehr mit von der Partie ist, also auch kein Ford Mondeo mehr im Rennen. Private Ford Mondeo sollte es zwar ursprünglich hier geben in Zolder, aber das Wolf-Team wird frühestens in Hockenheim mit Claudia Hürtgen und dem Österreicher Wolfgang Tremel an den Start gehen. Philipp Peter im Bild ist mit schnellen Rundenzeiten unterwegs. 1:44,3 seine letzte Runde, ist also in dieser Runde schneller gewesen als Emmanuel Pirro. Und hier sehen wir den Roland Asch, der eine richtige Rauchwolke und eine Ölspur vielleicht hier hingelegt hat. Das Ganze in der ersten Kurve, das ist natürlich brandgefährlich. Ich hoffe, die Streckenposten halten da ihre gelb-roten Ölwarnflaggen heraus, um keinen Unfall zu provozieren. Einen Ausfallgrund können wir noch nachliefern. Franz Engstler, sein Alfa Romeo hatte eine defekte Antriebswelle, deswegen also der Alfa-Privatfahrer nicht mehr mit von der Partie. Und ausgeschieden auch, zur Vollständigkeit, Michael Heigert, der BMW-Privatfahrer, mit einer defekten Aufhängung. Ungewöhnlich viele Ausfälle also in diesem Auftakt zum D1 Super Tourenwagen Cup. Die Super Tourenwagen normalerweise bekannt dafür, dass sie sehr, sehr zuverlässig sind. Aber die meisten Teams sind doch sehr, sehr spät fertig geworden und deswegen gibt es doch die ein oder andere Panne. Sascha Maaßen, ja, der ist bedauernswert heute. Er muss sich hier herumschlagen mit einem weiteren Privatfahrer, mit Patrick Ulrich aus der Schweiz. Versucht er alles, sich zu verteidigen. Sie sehen es, wenn der Nissan mal läuft auf der Geraden, dann fährt er auch weg. An der Leistung liegt es nicht. Man gibt rund 300 PS an. Aber aus den langsamen Kurven heraus, da fehlt es im Augenblick den Nissan Primera an Traktion. Inzwischen die Bestätigung aus der Boxengasse bei Roland Asch, der Ausfallgrund, ein Motorschaden, das war nicht zu übersehen. Diese große Rauchwolke, die er da bei seinem Ausfall hinterlassen hat. Tja, dieser Mann, den wir hier gerade sehen mit dem gelben Audi, der hat sich nach seinem Boxenstopp schon wieder nach vorne gearbeitet, nämlich auf die 11. Position. Das ist Christian Abt. Der hat gerade eben in diesem Moment Alexander Gackel überholt und ist damit schon wieder in der Top 10. Also für mich ist das der Mann dieses Wochenendes, der Christian Abt, der sich heroisch geschlagen hat im Sprint, der sich für die erste Startreihe im Training qualifiziert hat und der jetzt nach diesem Pech des Boxenstopps, des Reifenwechsels, wieder nach vorne arbeitet, nun schon auf die 10. Position. Sechs Runden sind noch zu fahren hier in Zolder. An der Spitze unverändert Emmanuel Pirro und Tamara Vidali. Chris Nissen, der Teamkollege von Christian Abt, auf der 3. Position. Steve Soper, 4. Klaus Nitzwitz und Armin Hahn, die Honda-Fahrer auf den Plätzen 5 und 6. Und Patrick Ulrich zieht hier eine Rauchfahne hinter sich her. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein Gerangel gab mit Sascha Maaßen. Und deswegen ja nun langsamer wird. Aber nein, das Ganze ging von selber. Also da gab es ein technisches Problem am Auto von Patrick Ulrich. Da rutscht er aus seinem eigenen Öl aus und deswegen auch sein Rennen heute beendet. Extrem viele Ausfälle hier in Zolder.
wird es viel Arbeit geben bei den Teams in den nächsten 14 Tagen bis zum nächsten Rennen im holländischen Assen. Die wenigste Arbeit wird Audi haben. Da muss man nur die eigenen Piloten etwas in den Senkel stellen, wie es so schön heißt, nämlich Philipp Peter und Karl Wendlinger, die sich dort in der Anfangsphase gegenseitig von der Strecke rempeln. Manuel Pirro hat wieder etwas zugelegt, also der Römer, der kontrolliert hier doch das Tempo, während Patrick Ulrich in langsamer Fahrt in die Boxengasse rollt. 1:48,6 in der letzten Runde die Zeit von Manuel Pirro, 1:49,2 für Tamara Vidali. Die Zeiten übrigens inzwischen richtig langsam geworden, also man ist jetzt bereits 4 Sekunden langsamer als in der Anfangsphase dieses Rennens. Und die schnellsten Zeiten, man höre und staune, fährt im Augenblick Steve Soper. 1:46,9 in der letzten Runde, da hat er 2 Sekunden aufgeholt auf den Führer, den Emmanuel Pirro. Und jetzt stelle man sich einmal vor, Steve Soper hätte diesen Ausrutscher genau hier an dieser Stelle nicht gehabt. Dann wäre er jetzt vielleicht schon dran am Heck von Tamara Vidal. 5 Runden noch zu fahren, die lang sein können, wenn vielleicht die Reifen etwas abbauen bei den beiden führenden Audi. Und der Chris Nissen hat auch mächtig aufgeholt. Und es scheint überall Öl zu liegen im Augenblick auf der Strecke. Es sind an 2 Stellen Ölflaggen geschwenkt zu sehen. Deswegen auch diese Rundenzeiten so langsam geworden. Schauen Sie an, wie der Chris Nissen jetzt näher gekommen ist an Tamara Vidali. Der Abstand der war 4,9 Sekunden von Chris Nissen auf Emanuel Pirro nach der letzten Runde. Wir werden einmal beobachten, wie das jetzt ist. Pirro ist durch. Vidali 2 Sekunden zurück, das ist etwas größer geworden. Und Nissen 5,2 zurück, da hat er in der letzten Runde etwas verloren, 2 Zehntelsekunden. Aber Steve Soper wieder fast 1 Sekunde schneller als Emanuel Pirro, nur noch 8,9 Sekunden zurück. Also diese Leistung von Steve Soper in diesem Rennen, das lässt ja doch so ein bisschen hoffen, dass BMW im Laufe der Saison in der Lage sein könnte, die Audi-Phalanx zu durchbrechen. Man hatte ja in den letzten beiden Jahren jeweils eine ähnliche Situation zum Saisonauftakt. Audi immer besonders gut präpariert aus dem Winter in das erste Rennen hinein. Aber im Laufe des Jahres holen die Gegner meistens auf. Steve Soper auf dem Vormarsch. 8,9 Sekunden. Es sind noch 4 Runden zu fahren. Da wird es nicht mehr reichen, ganz nach vorne zu kommen. Aber der Traum des Briten wäre natürlich, vielleicht den Chris Nissen noch anzugreifen, der gegenwärtig den 3. Podestplatz innehat. Soper und Nissen kennen sich ebenfalls bestens aus ehemaligen gemeinsamen Tagen bei BMW. Nissen wechselte dann zu Alfa Romeo in die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Soper blieb bei BMW. Der BMW wurde im Vergleich zum letzten Jahr deutlich modifiziert, hat eigentlich überhaupt nichts mehr gemeinsam, außer dem Namen BMW 3er und dem Motor. Ansonsten ging man einige neue Wege in München in der Mannschaft von Dr. Schiefer, die dieses Fahrzeug noch entwickelte. Seit einigen Wochen und Monaten ist dieses Auto nun zur Weiterentwicklung bei der Firma McLaren in England, die bereits einige neue Ideen hineingebracht hat. Wieder gab es eine Verbesserung für Steve Soper, wieder 1 Sekunde aufgeholt auf Emanuel Pirro. Und der schnellste Mann, zumindest auf der Geraden in diesem Rennen, ist dieser Herr, Leopold von Bayern. Seine Majestät mit 207 Kilometer pro Stunde. Der schnellste Mann in unserer Geschwindigkeitsfalle vor der Schikane. Toll, was der Poldi gelernt hat in den letzten 2 Jahren in Japan. Mit der Schnitzermannschaft hat er sich dort prächtig weiterentwickelt und das in seinem hohen Alter. Während hier Steve Soper mit letztem Einsatz in der Schikane unterwegs ist. Poldi von Bayern übrigens mit 52 Jahren der älteste Fahrer im Feld. Übrigens an diesem Wochenende eigentlich etwas müde, denn er hat den Geburtstag gefeiert des schwedischen Königs. Und da ging es doch, so hat er uns erzählt, mächtig hoch her. Zurück aber an die Spitze. Die letzten 3 Runden laufen bereits hier in Zolder. Also an dem Audi-Sieg ist nicht mehr zu rütteln. Da müssten Emanuel Pirro und Tamara Vidali schon sehr, sehr viel falsch machen. Der Vorsprung auf Chris Nissen 4,9 Sekunden, aber die Tamara, die kommt jetzt doch noch näher ran an Emanuel Pirro.
Es wäre natürlich ein Hammer, wenn die Tamara Vidali hier in den letzten zwei Runden noch einmal einen Gewaltangriff starten würde auf Emanuele Pirro. Wenn das Ganze vielleicht genauso enden würde wie zwischen Karl Wendlinger und Philipp Peter in der ersten Kurve in der Anfangsphase. Tamara Vidali, die ist unberechenbar, die ist schnell, die ist aggressiv. Die kennt überhaupt kein Pardon mit ihren Gegnern, aber ich denke, mit Emanuele Pirro, ihrem Teamkollegen, versteht sie sich so gut, dass sie sich hier nichts riskieren wird. Aber sie ist wieder schneller gewesen, eine Zehntelsekunde schneller als Emanuele Pirro. Jetzt da bereits die vorletzte Runde in diesem Rennen läuft. Und Sopa, wieder schnellste Runde im Feld im Augenblick. Wieder fast eine Sekunde schneller gefahren als Emanuele Pirro. Aber das dürfte in den letzten beiden Runden nicht mehr ganz reichen für Steve Sopa, Chris Nissen vom dritten Platz zu verdrängen. Für Audi gab es gestern übrigens eine Hiobsbotschaft aus England. Frank Bieler stand ja dort auf der Pole Position oder steht am Montag auf der Pole Position beim fünften Lauf der britischen Meisterschaft in Thruxton. Aber im Abschlusstraining hat der Frank Bieler einen spektakulären Unfall gehabt. In der schnellsten Kurve der britischen Meisterschaft hat seinen Audi A4 sehr, sehr stark ramponiert. Und die Audi-Mechaniker, die in England sind, haben alle Hände voll zu tun, das Fahrzeug von Frank Bieler bis zum Rennen am Montag wieder flott zu machen. Sauber, schauen Sie sich an, wie der reinbeißt. Das ist der Steve Sauber, wie wir ihn kennen. Noch aus der Zeit der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Immer für spektakuläre Fahrten gut, für Siege, für Kampfeinlagen, für wilde Situationen. Und er kommt immer näher heran an Chris Nissen. Hätte er doch diesen Ausrutscher nicht gehabt, würde er sich denken, dann wäre er tatsächlich in der Lage, hier die dritte Position zu holen, die er sich so ein bisschen vor dem Rennen als Ziel gesetzt hat. Nein, in die Schikane zum vorletzten Mal, denn Emanuele Pirro ist jetzt bereits in seiner letzten Runde. Gibt es noch eine Überrundung? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das der Poldi von Bayern, der da plötzlich langsamer geworden ist. Jawohl, der fährt 10 Sekunden langsamer plötzlich als in den letzten Runden. Ist jetzt zurückgefallen, leider Gottes, auf die 12. Position. Das ist doch jammerschade, nachdem er sich so wacker geschlagen hatte. Letzte Runde in diesem Rennen, dem Auftakt zum T1 Super Tourenwagen Cup 1996. Auf diesem Allradkurs von Zolder. Viele haben gesagt, diese Strecke ist so, als hätte sie Audi konstruiert. Das kann in 14 Tagen in Assen schon wieder ganz anders aussehen. Eine Strecke, die wesentlich schneller ist, wo die frontgetriebenen und heckgetriebenen Autos deutlich besser abschneiden dürften als hier in Zolder. Zum letzten Mal geht es hinein in die langsame Schikane, die früher eine sehr schnelle Kurve war, noch in Zeiten der Formel 1, die dann aber modifiziert wurde, weil sie doch zu gefährlich war im Laufe der Zeit. Und Emanuele Pirro und Tamara Vidali sind hier ein fehlerfreies Rennen gefahren. Sie erfüllen die Erwartungen, die Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich in sie gesetzt hat. Der Dr. Ulrich, der sagte gestern Abend, ich brauche wahrscheinlich gar keine Stallregie ausgeben, denn Emanuele Pirro ist im Augenblick der stärkste Fahrer in unserer Mannschaft. Das zeigt er mit dieser Vorstellung in diesem Auftaktrennen in Zolder. Er holt die maximale Punktzahl, denn jetzt wird er nichts mehr anbrennen lassen in den beiden letzten Kurven. Der Römer feiert seinen zweiten Sieg bei einem Rennen zum T1 Super Tourenwagen Cup. Da blendet er die Scheinwerfer auf. Sieg Nummer 1 in diesem Jahr für Emanuele Pirro. Es könnten weitere folgen, aber die Glanzleistung für mich verbringt Tamara Vidali, die hier sich überhaupt nicht weit zurückfiel im Vergleich zu Emanuele Pirro, den zweiten Platz holt. Chris Nissen dritter und Steve Sauber muss sich mit dem vierten Platz begnügen, hat in der letzten Runde es langsamer angehen lassen, hat eingesehen, dass es nicht mehr reicht, Chris Nissen einzuholen. Also ein Privatfahrer auf dem Siegerpodest. Wir warten auf den besten Fronttriebler, da kommt er, das ist Klaus Niedzwitz, dahinter Armin Hahn, also die beiden Honda Accord. Da ist auch Philipp Peter im Ziel, allerdings weit abgeschlagen, mit großem Rückstand von drei Runden, in einer Runde, zwei Runden auf dem 14. Platz. Auf Platz 7 kommt dann Ralf Kalaschek noch ins Ziel, auf Platz 8 Marc Gindorf und 9. müsste dann noch werden Christian Abt, der so eine tolle Trainingsleistung gezeigt hatte, aber einen Reifen wechseln musste, nachdem er nach einer rüden Attacke in die Wiese musste.
Emanuel Pirro also, der Mann, der die maximale Punktzahl 90 Zähler mit nach Hause nimmt, nach Italien aus Zolder. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Die Ergebnisse gibt es gleich. Wir vergönnen Ihnen und uns eine kleine Verschnaufpause. Der Super Tourenwagen Cup. Wir sind zurück in Zolder und was für ein Rennen für Audi. Der strahlende Sieger, er steht neben mir, Emanuele, großer Favorit.